Manchmal ist es der Zufall, der einem lang geträumte Träume erfüllt. Und zufrieden? Genau sowas habe ich mir immer gewünscht. Herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art. Vielleicht nennen wir es ein Road Movie. Auf jeden Fall sind wir mit unserem Freund Sebastian auf dem Weg in den Schwarzwald. Wir sind hier bei Freunden eingeladen, nichts ahnend, dass unsere Reise ein kleines Abenteuer werden wird. Der Nebel und die bunten Blätter bescheren uns ein einzigartiges Naturschauspiel. Dann plötzlich schlägt das Wetter um. Dichtes Schneegestöber erwartet uns im Hochschwarzwald und verwandelt ganz allmählich den Herbstwald in einen Winterzauber. Du siehst sehr zufrieden aus. Ich bin zufrieden. Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten Video aus dem Herbst. Zumindest sollte das eigentlich ein Herbstvideo werden. Und jetzt sitzen wir hier im Schwarzwald, im Tiefschnee. Und wir sind auf der Suche nach einem besonderen Vogel. Und da nehmen wir euch heute mit. Wir sind hier angekommen, eigentlich im schönsten Herbst. Und jetzt hat es nur 5 Minuten gedauert. Und wir befinden uns im tiefsten Winter. Sind eigentlich gar nicht mal passend genug dafür angezogen. Aber die anderen warten da vorne auf mich. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Man ist ja hier eigentlich im Urlaub, aber bei so einer Kulisse, da kann man eigentlich gar nicht anders. Das ist ein bisschen verrückt, wenn man sich hier umdreht. Hinter mir ist Winter und da ist der Herbst. Wir haben die Winter-Herbst-Grenze gefunden. Die dichten Wälder im Hochschwarzwald sind das perfekte Habitat für einen Vogel, den ich mir schon sehr lange wünsche zu sehen. Und wie das manchmal so ist, geht alles plötzlich ganz schnell. Und zufrieden? Ja, ich muss gestehen, wir haben euch ein kleines bisschen hochgenommen. Leider ist der Kamerad da vorne nur aus Holz. Wir sind eigentlich wegen eines ganz anderen Vogels hier in den Schwarzwald gekommen. Und da sind wir heute auch verabredet. Und zwar mit dem Kalle von Ornithologie für Anfänger. Den kennt ihr wahrscheinlich. Und der wollte uns den zeigen. Und wir gucken mal, ob wir euch dahin mitnehmen können. Ich hoffe, ihr seht uns diesen kleinen Spaß mit dem Auerhahn nach. Und ich hoffe, dass wir eure Erwartungen nicht enttäuscht haben. Aber genau darum geht es doch so häufig. So oft gehen wir mit Erwartungen los, dass wir manchmal von Neuem lernen müssen, die Dinge zu sehen, die wir entlang des Weges geschenkt bekommen. Wir haben hier ein schönes Motiv entdeckt, und zwar hinter uns ist man hat hier vorne am Ufer hat man noch die grünen, ja fast grüne, ein bisschen gelbliche Blätter. Und da oben im Schwarzwald auf dem Feldberg, da liegt der Schnee. Und wir versuchen beides zusammen auf ein Bild zu bekommen.
Und? Naja. Weiter geht unsere Reise über die verschneiten Höhen des Hochschwarzwald und wir sind dankbar für dieses unerhoffte Erlebnis. Allzu lang können wir in dieser Winterwelt nicht verweilen, denn wir sind heute noch verabredet. Mit einer Wasseramsel und mit Kalle von Ornithologie für Anfänger, den kennt ihr wahrscheinlich. Wir hoffen, dass wir Glück haben mit der Wasseramsel, dass wir mit Kalle Glück haben, das wissen wir, denn wir sind verabredet. Und so geht es weiter, wie so oft bei unserer Arbeit. Geduldig warten wir über mehrere Stunden am Fluss, nicht wissend, ob auch die Wasseramsel heute den Auerhahn macht. Kalle ist Naturfreund und Vogelliebhaber durch und durch. Und so schätzen wir uns eine ganze Weile auch nur mit der Gesellschaft von zwei Stockenten glücklich, als plötzlich meine erste Wasseramsel seit vielen Jahren. Ich bin fasziniert von diesem tauchenden Singvogel. Und wie jedes Mal, wenn man eine neue Art vor der Kamera hat, ist das erste Foto etwas, an das man sich noch lange erinnert. Ich danke euch, dass ihr Teil dieses kleinen Abenteuers wart und sage Tschüss, bis ganz bald.